Hallo liebe Handballfreunde und herzlich willkommen zu einer neuen Sendung von Sport in Schwerin hier aus der Reiferbahn Sporthalle. MV-Liga, vorletzter Spieltag der Hinrunde, letzter Heimspieltag des SV Grünwald Schwerin hier in der Reiferbahn Sporthalle. Und zu Gast heute die zweite Vertretung der Bundesliga TSG Wismar. TSG Wismar gegen Grünwald Schwerin hört sich ja an nach einem großen Mecklenburger Duell. Ganz so ist es nicht, weil nur die zweiten Mannschaften aufeinandertreffen. Trotzdem ein spannendes Spiel, denn die neu gegründete zweite Mannschaft der SV Grünwald Schwerin, die fast nur aus A-Jugendlichen besteht, und die zweite Vertretung der Bundesliga, der TSG Wismar, haben einiges zu bieten. Es ist viel Spannung versprochen in diesem Spiel und wir wollen gucken, ob dieses Spiel diese auch halten kann. So, alles obligatorische abgehandelt. Anwurf für die TSG Wismar im Spiel gegen den SV Grünwald Schwerin. Hört sich groß an, ist nicht ganz so. Es spielt nämlich jeweils die zweite. Aber trotzdem freuen wir uns jetzt auf ein tolles, spannendes Handballspiel. Und es gibt direkt die erste gelbe Karte gegen Sarah Bischoff. Bei mir habe ich wieder Roberto als Experten, der uns wieder tatkräftig unterstützen wird. Hier an meiner Seite, Roberto, schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich natürlich, weil ich beide Mannschaften sehr gut kenne. Wismar selber vor 3 Wochen im Pokal hatte bei mir in Kriwitz und Wismar da als Sieger von der Platte gegangen ist. Und Grün-Weiß, klar, die zweite Frauen ist irgendwo ein Gradmesser für meine Mannschaft. Daher ein sehr interessantes Spiel, hoffe ich mal. Gradmesser für deine Mannschaft. Deine Mannschaft müssen wir für die Menschen erklären, die es nicht wissen. Verbandsliga jetzt passive Spiele angezeigt. Müssen wir noch kurz mitnehmen. Und der Block von Marie Claude. Verbandsliga, also eine Liga drunter. Unter der MV-Liga. Also heißt es Favorit Wismar heute. Sieht das richtig? Und jetzt das Tor. Kurz eingeworfen von Sarah Dürl. Ja, also ich denke mal, die Favoritenrolle ist definitiv bei Wismar. Sind lange noch in der MV-Liga unterwegs oder Oberliga damals. Die Mädchen von Steffen hier sind natürlich Neulinge. Aber ich sage einfach mal, von der Breite her und auch von der Erfahrung her sollte Wismar sicherlich der Favorit sein. Aber vielleicht gelingt es Schwerin ja heute mit einer kleinen Überraschung, 1 oder 2 Punkte hier zu lassen. Jetzt aber erstmal der Konter. Der TSG Wismar und Sarah Dürl zum zweiten, 2:0. Na, da sind die Wismaraner sehr, sehr gefährlich über die erste und zweite Welle. Ist mir vor 3 Wochen genauso passiert. Wir sind ja permanent in Konter gelaufen durch eigene technische Fehler. Das gilt es hier natürlich zu vermeiden. Na, haben Sie Glück, bekommen Sie den Freiwurf. Julia Grünwald. Maria Kluth scheitert an Ulrike Schwass und immer sagen, ich bin da vielleicht ein bisschen vorurteilsbehaftet, aber die richtig guten Torhüterin, Laura Fischer, richtig guten Torhüterin im Handball sehen genauso aus wie die Torhüterin von Wismar heute. Oder bin ich da zu sehr vorurteilsbehaftet? Ja, sie hat die optimale Größe. Hat lange Arme, hat lange Beine. Sie wird kann sicherlich auf eine gewisse Art und Weise mit ihren Bewegungen unheimlich viel im Tor zustellen, Winkel verkürzen. Und dementsprechend ist natürlich die Idealgröße und die ideal, ich denke mal, auch sportliche, athletische Figur.
Ja, Sarah Bischoff da mit dem Tor für Grün-Weiß-Schwerin zum 1:2 und jetzt gibt es 7 Meter. 7 Meter. Abwehr durch den Kreis, angezeigt vom Schiedsrichter. Und Franziska Rassel am 7 Meter Strich mit dem Treffer sicher verwandelt. Na, ganz so sicher war nicht. Also die Torhüterin war schon dran mit dem Fuß. Ihr fehlte nur das Quäntchen Glück und die gewisse Schnelligkeit, um den Ball rauszukratzen. Und Franziska Helger scheitert vom Kreis und er war von Schwarz gut gehalten. Das wird auch ein. Das Problem wird auf Schwerin heute definitiv zukommen. Die Torhüterin muss erstmal geschlagen werden. Die kann den einen oder anderen Zahn ziehen. Ja, sie hat ein gutes Stellungsspiel jetzt in der Anfangsphase gerade schon mal gezeigt. Und das Tor erneut von Rassel, diesmal aus dem Feld. Ihr zweiter Treffer, 1:4. Grünwald hat sich da versucht, bleibt kurz liegen. Hat wehgetan, aber es geht weiter. Ja, und das ist, auch wenn sie wehgetan hat, das muss sie natürlich unterlassen, mit dem Schiedsrichter zu diskutieren. Das bringt nichts. Schade, schön durchgespielt, freie Position auf rechts außen. Passives Spiel angezeigt jetzt. Und dann ein bisschen Angst bei Sarah. Ja, und jetzt muss Grünwald aufpassen, dass sie das Spiel nicht frühzeitig verlieren. Und der Ball ist vorbei. Da haben sie Glück gehabt, es war ein schöner Kreis gespielt, schönes Kreisanspiel. Und jetzt muss man auf grün-weißer Seite schnell spielen, weil man hat den Überzahlvorteil. Ach Mensch. Maria Kluth. Kleinigkeiten, technische Fehler. Kosten so viel, weil das hätte die freie Wurfposition sein können für Julia Grünwald. Definitiv. Ah, kriegt sie den Ball nicht mit. Hat sie Glück, dass sie Freiwurf bekommt. Aber so kann es gehen. Man spielt die Welle sauber durch ein, zwei Mal. Dann ergibt sich wirklich auf der linken oder rechten Außenseite eine freie Position, eine Wurfmöglichkeit. Eben jetzt nicht genutzt von Sarah. Hoffen wir mal, dass es in den nächsten ein, zwei Spielzügen ein bisschen mutiger agieren kann. Gut gestellt. Das war jetzt eben Spielzug 1 angezeigt. Aber so wirklich ist da noch nichts passiert. Ich bin mal gespannt, was da jetzt kommt. Jetzt mal der Wechsel. Guter Block. Gegen Jule Schiller. Außen weiter gespielt. Muss vielleicht wieder genau das Zeitspiel angezeigt werden. Und Theresa Meister wird jetzt hochsteigen und wieder der Block. Und mittlerweile der vierte Block. Und den bekommt sie noch. Und Laura Fischer hält gegen Anja Klemann. Na, man sollte jetzt langsam ein anderes Mittel suchen. Man versucht jetzt das vierte Mal über den Block, wird vierte Mal weggeblockt. Das heißt, man muss irgendwo genau. Noch was anderes spielen, Theresa Meissner damit. Marie Claude und Sarah Bischoff scheitert von außen. Hätte mal der Schiedsrichter jetzt seine erste Entscheidung wahrnehmen sollen, mit den Schritten schon angezeigt, aber korrigiert auf Freiwurf. Ich habe genauso wie er die Schritte natürlich gesehen. Der Ball vorbei, es gibt nochmal Freiwurf für Bismarck. Der Ball ist raus. Und es gibt einen Wurf.
den Angriff abgebrochen. Und Steffen, der eben schon mit seiner Timeout-Karte umhergelaufen ist, hat sie jetzt erstmal wieder abgelegt. Der Trainer von der zweiten Mannschaft von Grün-Weiß-Schwerin. Jule Schiller, ja, mit einer Einzelaktion, da ist mal das Tor. Das ist ein probates Mittel, wenn es von hinten nicht kommt, muss man sicherlich als Halber oder auch als Mittelaufbauspieler versuchen, den Gegenspieler zu binden, um sich dort eine Möglichkeit zu schaffen. Über ein 1-1 oder jetzt wie hier gewonnener Ball. Und dann mit viel Glück. Da macht sich die Torhüterin den Ball bald selber rein. Julia Grünwald. Willkommen, den Treffer gut geschrieben. Das hoffe ich doch. 3-4. Wie ist das eigentlich? Man wird im Handball nicht so oft vorkommen, aber wenn du den Ball aus Versehen ins eigene Tor wirfst. Also ich glaube in der Jugend habe ich es mal erlebt. Wir hatten ein ganz normales Spiel, es war zur Halbzeit. Da wurde ein neuer Spieler eingewechselt, der hat aber die Halbzeit nicht mitbekommen. Bekommt den ersten Ball und peitscht mit dem Ball im Dribbling auf unser eigenes Tor und verwandelt auch eiskalt den Konter. Freut sich ohne Ende. Und hat natürlich einen riesen Ärger danach, na klar. Aber es gibt so unmögliche Dinge, die passieren manchmal. Ja, Theresia Meissner jetzt mit Gelb und 7 Meter für die TSG Wismar. Sicher verwandelt von Franziska Rassel. Ihr zweiter 7 Meter, 3-5. Zurückgepfiffen. Ja, Schiedsrichter zeigt an, dass der Kreisläufer durch den Kreis sich gearbeitet hat und dadurch natürlich jetzt auch die Entscheidung Abwurf vom Tor. Es war auch in dem Fall etwas eng. Wir hatten zwei Kreisläufer, fast positionell auf der halbrechten Position. Ist natürlich unheimlich eng für den Aufbauspieler selber und natürlich auch für die Kreisläufer. Die wissen gar nicht, wo sie sich hinstellen sollen. Und dadurch passiert es natürlich, dass man unbeobachtet mit dem Haken eventuell auf dem Kreis steht. Und dann dementsprechend auch der Pfiff vom Schiedsrichter kommt. Und schön gehalten von Laura Fischer. Ja, Laura hält die Schweriner Mädels so ein bisschen im Spiel. Ja, Weil vorne ja noch nicht wirklich läuft. Auch in den letzten Spielen als starker Rückhalt bewiesen, ihre Mannschaft. Jetzt hören wir von oben, Schiedsrichter, die wollen noch gar nicht, wollen ein passives Spiel sehen, die Wismaraner hier über uns. Aber es ist richtig, so richtig gedruckt auf die Abwehr hat die Schweriner Angriffsreihe da eben nicht gemacht. Ja, den Druck kannst du natürlich auch nur entwickeln, wenn du den Ball von links nach rechts außen durchspielst, eine schöne Welle ziehst. Immer wieder mit Vorstoßen auf den eigenen Gegenspieler. Erst dann entstehen ja die Lücken, wenn der zweite Abwehrspieler dazukommt, um eventuell zu doppeln. Erst dann ergibt sich ja die Möglichkeit. Jetzt wieder eine neue Möglichkeit mit Konter.